Jo Leute, was geht? Willkommen zu Lies of Pi, der Demo. Das Game kam am 8. raus. Ganz kurz nochmal, bevor das Video losgeht. Veröffentlichung ist der 19.09. Ich habe gedacht, es wäre am 8.06. schon rausgekommen, aber die Demo kam am 8.06. raus. Das einmal zur Klarstellung, damit ihr wisst, wieso ich hier und da denke, das Game wäre schon draußen. Game kommt erst am 19. raus. Und ich werde das bestimmt oder sehr wahrscheinlich dann auch, wenn es dann im finalen Release rauskommt, nochmal anzocken. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Durch den ganzen Diablo, Hype habe ich das gar nicht mitbekommen, leider. Und ich hatte damals, als der Trailer rauskam, eigentlich schon mir vorgenommen, das Game auf jeden Fall zu zocken. Aber Diablo kam leider einfach dazwischen. Deswegen schaue ich mir jetzt auf jeden Fall einmal die Demo dazu an. Und damit ihr einen Eindruck davon bekommt, würde ich sagen, gucken wir mal so eine Stunde da rein, je nachdem, wie lange die Demo geht. Ich bin echt gespannt. Ich kann mich kaum noch erinnern an den Trailer, aber ich weiß, dass es sehr geil aussah und wohl so Souls-lastig sein soll. Bin also extrem gespannt. Story gucke ich mir natürlich an. Genau, man spielt so eine Puppe, ne? So Pinocchio-mäßig. Deswegen hat sie gesagt Pinocchio. Okay, es geht einfach direkt los. Ha, ey, also Pinocchio trifft auf Bloodborne, trifft voll, weil es komplett am Anfang so aussieht wie Bloodborne. Okay, man sitzt hier einfach drin und geht, dann, es geht direkt los, ja? Ich kann nur langsam laufen. Man kann Charakter anscheinend nicht direkt am Anfang erstellen, oder es kommt noch. Kamera ist sehr schnell. Sieht auf jeden Fall mal schon sehr gut aus. Aber es hat echt den übelsten Bloodborne-Charme. Jiminy. Monadenlampe. Keine Angst, auch wenn du dich in Hilfe irrst, der Grillenführer. Okay, hat halt wirklich was mit Pinocchio zu tun. Hier sind wir im Zug oder so? Sieht aus wie ein Zug, ne? Also ich kann nicht schnell laufen. Also auf Kreis zumindest nicht. Kann auch nicht. Auf L2 angreifen kann ich schon mal. Gut. Zweimal Mana unten links verbraucht. Deiner Waffe. Aha. Pfad der Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, Geschicklichkeit. Pfad des Sweepers, Stärke. Ich hab Bock auf Geschicklichkeit, glaube ich. Auf Spiel heißt das. Sch auf Spiel. Auf Deutsch heißt das Spiel die Lügen des Pinocchio. Ich denke mal, das ist was damit zu tun hat. Aha. Lies of Pi. Ah. Pi steht für Pinocchio. Okay, witzig. Das ist so richtig Pinocchio-Style-mäßig. Was nehme ich denn hier? Ich glaube Geschicklichkeit. Jetzt kann ich euch schnell laufen. Oben links ist Mana. Okay. Cool. Jetzt kann ich auch schnell laufen. Okay, Ton hört sich auch mega an. Hört sich auch mega an wie Bloodborne. Also ist schon Bloodborne-mäßig, ne? Würde ich sagen. Ist nur die Frage, wo will ich hin? Wo will ich hin? Wo muss ich lang? Hier raus? Ich hoffe, es ist einsteigerfreundlicher als Bloodborne, weil ich habe jetzt hier keinen Bock, erstmal eine halbe Stunde rumzusterben, um in das Game zu kommen. Hä? Tür öffnen. Ach so. Okay, mache ich mal, ne? Ey, mach auf! Ich finde das etwas weit hergeholt. Okay. Da haben wir doch den ersten Gegner. Also Setting gefällt, also sieht echt cool aus, genauso wie ich es auch in Erinnerung hatte. So richtig auf. Ey, das ist cool. Cooles Setting, gefällt mir übel gut. Ton ist nice, sieht gut aus. Also nach der Gollum
Eskalation bin ich natürlich extrem froh, dass es gut ist. Und nicht nur der Trailer gut war. Obwohl der Trailer bei Gollum auch nicht gut. Kann ich mal aufhören, hier rumzuschreien? Aha. Verwende eine Pulszelle, um LP wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Okay, ist klar. Blutviol-mäßig. Oder Estus. Gibt's auch R2? Oh, yes. Aber R2 ist cool, weil dann macht er einen Angriff nach vorne und holt wieder ab nach hinten. Das ist mein Playstyle. Angreifen, abhauen. Wow! Habt ihr gesehen? Der Souls-Profi, wie er ausgewichen ist, innerhalb von einer Millisekunde. Beleuchtet eine Umgebung. Switch me on. Ey, 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 ey! Switch me on, ja wie? So? Nee. Nein, 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 lass mal. Switch me on. Da war Gürtel. Wo ist denn die scheiß Mondlampe? Hat mir nicht erklärt, wie man die anmacht. Hilfe! Was Tasche, sprinten ausweichen, blocken? Ja, wie mache ich dich denn an? Ach, scheiß drauf. Ich find's cool, dass das alles dieses Puppensetting hat. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. So richtig viele Puppen und so. Obergürtel slogt, aktivieren, große Gegenstand, Gesten, Gürtel los zu verwenden. Gesten auch? Okay. Drückt halten, so ziehen, bla 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 bla. Ja, ja, ja. Dass auch die Bosse, dass die Bosse auch so einen geilen, Puppenlook haben. So, ich heile mich mal. Sehr schön. Ja, so, solche Tricks funktionieren bei mir gar nicht. Hinter einer Tür lauern? Nee, 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 nee. Termit. Alter. Der sieht echt gut aus. Scheiße, sieht jetzt gut aus. Und ist schön ausstaffiert. Also, nach den ganzen Fiaskos, die ich so in letzter Zeit gespielt habe. Ich sag nur Legenden Arceus und Gollum und Pokémon und so. Bin ich echt froh, mal wieder ein richtig schönes, vom Start weg, gutes Game zu spielen. Macht einen sehr guten Eindruck. Wo die 60 Euro auch mal gut investiert sind, wisst ihr? Wo du danach nicht denkst, die 60 Euro habe ich angezündet. Ah, da hätte ich einen... Backstabben kann man also auch, okay. Es haben natürlich Spiele ein bisschen Vorteil. Oder es ist einfacher, wenn die schon ein Genre nicht neu erfinden, sondern ein Genre halt schon da ist und man darauf aufbaut. Dann weiß man schon, in welche Richtung es geht. Das macht es, glaube ich, alles ein bisschen einfacher. Ey, die Vertonung ist so on point wie die, Bloodborne, ne? Es hat voll das... Ist das das gleiche Studio wie Bloodborne? Hört mal die Schritte. Das ist 1:1 der Soundslot von Bloodborne, oder nicht? So ein Item, was will ich? Überall in Krat gibt es Türen und Leiter, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leiter hinunter gehen, um Abkürzungen zu schaffen. Ja, finde ich gut. Abkürzung ist mein Ding. Ist das hier eine Abkürzung oder was? Let's go. Das ist noch ein Item, will ich haben. Also anscheinend auch sich Gedanken gemacht über das Level-Design, wenn direkt hier so eine Abkürzung ist. Finde ich gut. Das heißt aber auch, dass wenn ich sterbe, fange ich wieder am... Oh, ho, oh, oh. Du bist doch meiner. Komm her. Ist er eine Puppe? Ich will, dass er eine Puppe... Ja, er ist eine Puppe, oder? Kann ich auch sowas wie... Kontern oder so? Da hätte ich Bock drauf.
Alter, ich mache irgendwie gar keinen Schaden, kann das sein? Ich kann leider nicht meinen Angriff abbrechen für einen Ausweicher. Und er stunt sich auch. Er wird auch nicht gestunt. Ah doch, da ist er gestunt. Lol, hab's gerade gesagt. Der Feind wird gleich groggy für einen Sturmgriff halten. Aha! So! Schön auseinandergesprungen. Geil. Fühlt sich gut an. Sägezahnrad. Bestimmt zum Aufleveln oder so. R2 gedrückt halten. Geil. Wird gleich groggy. Oh, ihr wisst, ultimativer Test. Ja. Guck mal, er hat auch. Hier, selbst. Ja, Game ist gut. Ihr könnt jetzt schon nach 10 Minuten sagen, ihr könnt hier beherzt zugreifen. Ruhigen Gewissens zugreifen. Was ist eigentlich diese blaue Anzeige oben links? Das wurde noch gar nicht erklärt, glaube ich. Und wo will ich lang? Oder wo muss ich lang? Doch hier runter? Okay, da ist die Abkürzung. Da würde ich ja normalerweise reinkommen. Dann gehe ich hier hoch. Gibt es eine Karte? Ne, eine Karte gibt es nicht. Gut, gab es bei Souls auch nicht und bei Bloodborne. Hier ist Dead End. Okay, gehe ich mal zurück. Man kann sehr lange sprinten. Finde ich auch sehr gut. Noch besser wäre natürlich ohne Gegner sprinten unendlich. Aber so ist auch okay. Hier ist noch rein. Ne, hier war ich ja jetzt. Die Toilette. Hä, wo muss ich hin? Da bin ich jetzt schon verwirrt mit. Da habe ich mich jetzt schon verlaufen. Ne, von da komme ich ja. Von da komme ich, genau. Hä? Muss ich zurück? Hier ist die Abkürzung. Ich bin verwirrt. Wo muss ich lang? Billy! Ich habe auch noch etwas zugesehen dabei. Hier die Tür. Ne, das ist keine Tür, das ist ein Fenster. Das habe ich so gelobt, das Game. Jetzt bin ich verlaufen. Man muss da lang. Wie kann es sein? Hier noch? Nee. Kann es sein, dass ich mich jetzt schon verlaufen habe, Mann? Hä? Also das heißt verlaufen, ich komme nicht weiter. Tödlicher Angriff von hinten. Ja, gut. Zurück zum Bahnsteig. Ich bin jetzt überall lang gelaufen. Ich geh zurück zum Bahnsteig. Vielleicht deswegen auch die Abkürzung. Gehe da wieder zurück oder so. Ich gehe den Bahnsteig wieder zurück. Hilft ja alles nichts. Ich habe auch 2000 Kugeln oben. Das ist bestimmt ja, 2-3 Level. Könnte ich mir vorstellen. Oder kann ich hier durch? Nee. Nee. Doch! Okay. Eine ganz kleine Mini-Sache kann ich direkt sagen. Das ist doof. Also das muss angezeigt werden. Mit einem kleinen Punkt oder so. Wie soll man denn darauf kommen, dass man da die Tür benutzen kann? Das dürfte ruhig mal wenigstens angedeutet werden. Was ist das? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Ist das mein Leuchtfeuer?
Stargazer Activated. Benutze einen Stargazer, um LP und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Denk dran, dass damit auch Feinde wiederbelebt werden, nicht nur dein Charakter. Okay. Kann ich jetzt hier auch leveln? Den Stargazer benutzen? Stargazer. Achtung, der Schwellenwert der Puppen überschreitet Risikobeurteilung. Bitte Puppenzahl reduzieren oder Gefahrenparameter zurücksetzen. Okay. Sammle Ergo. Schlaues Köpfchen. Ist halt nicht irgendwie. Ich fände es cool, wenn dir zu dieser Stimme auch eine Person wäre. Das würde es ein bisschen homogen. Ja, irgendwie könnte ich es besser packen dann. Okay, sind die Sachen hier. Okay, und da ist hier alles blau, was dann. Oh. No, 11 ist gut. 11 pro Level. Und Blockregeneration auch gut. Okay, Stärke. Plus 4, Max-Ladung. Okay, Gewicht. Man kann also wahrscheinlich auch andere Klamotten und so tragen. Physischer Angriff. Plus 1, die Legionswaffe. Technik gibt's alles so ein bisschen. Oh, Legionswaffe. Okay. Fortschritt macht Legion. Was denn Legion? Kann man sich das irgendwie erklären lassen? Kann man sich das erklären lassen irgendwo? Nee. Ich würde gern wissen, was heißt. Da, Legion, 201. Was heißt denn Legion? Legion klingt sowas wie meine Beschichtung oder so. Vielleicht Death oder so. Ich gehe auf jeden Fall erstmal auf Vitalität, ist immer gut. Wenn ihr nicht wisst, was ihr leveln sollt, nehmt immer Leben. Das ist immer ein guter Wert. Legionen sind viele. Okay. Den kill ich noch und dann gehe ich nochmal leveln. Wie gibt er? 47. Ein Hundi. So, ich level eben. Trefferfeedback ist auch mega. Also ich habe bisher nur lobende Worte. Die Tür war ein bisschen schwer zu finden, aber bisher gefällt mir sehr gut. In 40 Minuten, Digi. Okay, Abfahrt. Und was cool wäre, wenn storymäßig, vielleicht habe ich es überlesen, das passiert mir ja des Öfteren, storymäßig erklärt wird, wo ich hin will oder so. Obwohl Souls wird auch nichts erklärt, ne? Obwohl doch ein bisschen wenigstens. Die werden zurückgestunt. Ja, gefällt mir gut. Das Pferd sieht aus wie aus. Er wird wahrscheinlich auch ein Spielpferd sein, ne? Ja, also ist geil. Gefällt mir sehr gut. Kriegst jetzt jemanden aufgeladen. Klares Ergo-Fragment. Ich gehe mal hier hoch, ne? Oh, vielleicht kann ich ihn backstabben. Yes! Wird sogar angezeigt. Und ich bin froh, es ist sehr einsteigerfreundlich. Also, hier am Anfang ist noch schön easy. Gürtel benutzen und kannst für deinen Angriff aus großem Wurfobjekt verwenden. Okay, chillig. Ich weiß immer noch nicht, wofür die blaue Anzeige oben links ist. Ist das meine Ultimate-Anzeige oder so? Was macht der Arm? Greift ein bisschen stärker an. Okay. Oh, man kann auch Sachen kaputt machen. Man kann auch von oben angreifen. Ergo-Fragmente safe Seelen. Ich habe in letzter Zeit viele Souls-Likes gespielt. Das ist mit das Beste.
Mit das Beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir sehr gut. Setting ist mega, sieht mega gut aus. Ton ist geil. Gameplay ist gut. Sieht schon sehr gut aus. Weiß man, in welcher Engine das gemacht wurde? Ich glaube, Unreal Engine wird es nicht sein. Das ist so ein Item. Oh Mann, das will ich haben. Damit wird mein Ergo stärker. Benutze Klingenfabelkünste. Während des Blockens verwende Grifffabelkünste. Gut, was ist Blocken? Ah! Man kann blocken auf L1. Viel zu früh. Zu spät. Zu spät. Zu früh. Alter, das ist aber. Das ist jetzt schwierig. Ich will das aber einmal sehen. Ich will es einmal. Na. Aha. Aber war jetzt nicht so ein geiler Impact irgendwie. Wird gleich groggy. Kontern hat mich jetzt nicht so überzeugt. Fand ich jetzt nicht so geil. Ich bin eh nicht so der Kontertyp. Ausweichen, angreifen, das ist eher so mein Playstyle. Aber come on, Leute, müsst ihr schon sagen, sieht sehr schön aus. Ziel Hotel Grad, okay. Um das Ziel zu beobachten. Okay. Diese Krächzstimme finde ich irgendwie doof. Alles mit. Es ist echt schön ästhetisch und so. Einfach richtig schönes Game. Vielleicht finde ich es auch nur so krass schön, weil ich so viel Kacke in letzter Zeit gespielt habe. Wirklich. Der hat keinen Kopf! Termit. Haben wir schon gedacht, dass jetzt 10 Sachen kommen. Wenn man den schon so von weitem sehen kann. Wieso ist meine Waffe irgendwie im Arsch oder so? Hä, ist meine Waffe irgendwie im Arsch? Hey, was ist hier los? Bin ich irgendwie. Ich keine Energy oder sowas? Was ist hier los? Da, ich block so ab. Ey, was ist hier los? Du kannst beim Blocken reparieren, glaube ich. Die kannst du beim Blocken reparieren. Kannst du beim Blocken reparieren? Ach, guck mal, da unten rechts hier. Ich sehe das nicht. Hier ist rot. Habe ich dafür was? Lebensmittel? Der die Fähigkeit mit Wummel ergänzt, leitet Färbel auf. Repariert Waffenhaltbarkeit. Benutzen. Steht hier irgendwas von Haltbarkeit? Oh ja, da, 12 von 80. Ich habe dieses Item eingesetzt, aber passiert nichts. Ah, ich muss gedrückt halten. Aha, jetzt wieder voll. Okay. Kann ich das unendlich oft einsetzen? Repariert Waffenhaltbarkeit. Die Waffenhaltbarkeit sinkt jedes Mal, wenn du Feinde mit einer Waffe angreifst. Benutze den Schleifer, um die Waffenhaltbarkeit zu reparieren. Wenn die Haltbarkeit niedrig ist, sinkt der Angriff. Wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt, wird die Waffe zerstört und kann nicht mehr mit dem Schleifer repariert werden. Da ist es ratsam, die Haltbarkeit im Auge zu behalten. Okay. Okay, gut zu wissen. Muss ich auf schmerzvolle Art und Weise aber lernen. Das ist natürlich jetzt doof, jetzt habe ich gar kein Leben mehr.
Gibt's irgendwie eine Abkürzung, die ich jetzt schon aufmachen kann? Hier. Oh mein Gott! Ich habe eine Heilung. Ah, danke. Ups. Bisschen schleifen. Schleif, schleif. Wieso habe ich eine Heilung bekommen? Lädt die sich automatisch auf, wenn ich Gegner kill? Das ist ja mega. Das ist ja ein cooles Gimmick. Aber hier ist auch die Abkürzung. Alter, das Game ist gut. Wie viel habe ich? 1200? Das wäre ein Level. Das wäre ein Level. Das mache ich doch, das Level. War es nicht hier irgendwo? Der Stargazer. Der Stargazer. Ja, nur wenn 0 hast, schauen wir mal, was fühlt sich drauf. Okay. Cool. Leben. Okay, die Gegner kommen wieder. Das habe ich mir aber auch schon gedacht. Jetzt ist nur noch die Frage, kommen die unendlich oft wieder oder wie in Dark Souls 2 nur eine bestimmte Anzahl oft? Bam. Trefferfeedback ist schon cool. Wenn es auch noch andere Waffen gibt und andere Rüstung und so. Ich bin echt hooked. Ich bin echt hooked. Ich bin echt kurz davor, das Game auch komplett zu kaufen. Geile Abwechslung zu der Diablo-Sucht. Bin ich early. Trophäen will ich mir gleich noch angucken, darf ich nicht vergessen. Kann man in der Demo doch schon sehen, oder? So, ach guck mal, hier ist Zirkus und so. Ja, also, Setting ist cool. Ich bleib dabei. Irgendwie so 18., 19. Jahrhundert rum. Oder Ende 18. Anfang 19. Andersrum. Ja, am Ende 19., Anfang 20. So. Guck mal, er ist auch ein Gegner. Lol. Perfekter Block, Blocke kurz vor einem Treffer. Das hat. Ach, guck mal, ich kann ihn gar nicht killen. Guck mal, wie viel Leben er hat. Das ist wahrscheinlich zum Üben. Und du? Dich kann ich gar nicht angreifen. Bist du ein netter? Oh, reden. Lädt Fabel schnell auf. Was ist denn die Fabel? Wurfzelle. Erfüllt vorübergehend die Waffe mit Elektroblitz. Säbelklinge einer Puppe. Die will ich haben. Ah, hier gibt's doch andere Sachen. Winterrapierklinge. Was habe ich denn überhaupt? Winterrapierklinge habe ich. Nehmen wir die mal, ne? Cool. Gibt auch unterschiedliche Waffen. Kann mir vorstellen, dass die das für die Demo extra günstig gemacht haben, damit man es ausprobieren kann. Aber wer weiß. Wir stellen die Paradepuppe vor. Hier erscheint eine. Was ist das für Token hier? Ist das der Zirkus? Das ist noch ein Item. Habe ich das nicht gesehen?
Okay. Ja, schon Anleitung. Die Anleitung. Einstellungen. Guck mal, hier gibt es auch. Oh, okay. Ja, haben wir uns auch gar nicht angeguckt, ne? Grafik. Kann ich nicht anmachen, weil ich über OBS am Stream bin. Bla. Anleitungen. Ach, guck mal, hier gibt es auch alle Anleitungen. Groggy verfügbar. Für schon gefalten. Tödlicher Angriff. Fabel. Benutze Klingen-Fabelkünste. Während des Blockens verwende Griff-Fabelkünste. Okay, ich kann allgemein einfach Dreieck drücken. Die komplette blaue Leiste oben weg. Okay, das ist einfach nochmal so ein Ultimate-Angriff. Ich wusste es doch. Boss? Sieht voll aus wie Boss-Fight. Oh yes, das ist ein Bossfight. First try, Leute. Den Degen hast du halt auch geschickt gegangen bis zum Anfang. Ja, dachte ich mir schon. Schön, SpongeBob wieder und wieder, wieder. Okay, der Parademeister. Gut, da ich gerade meine Ultimate-Attacke benutzt habe. Oh. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten Fight auch gegen die Bestien Bloodborne. Fabelkünste. Was mich bislang nervt, ist, dass ich meinen Angriff nicht abbrechen kann für einen Ausweicher. Oh, yo. Hat er seinen Kopf benutzt? Er benutzt seinen Kopf zum Angriff. Das ist doch gemein. Meine Waffe ist auch gleich kaputt. Alter, Bauchplatscher. Alter, die zweite Phase von ihm ist schwer. Undurchsichtig. Kann ich was Cooles werfen? Der kämpft mit Köpfchen. Pass auf deine Waffe auf. Ja, habe ich auch gesehen. Nicht First Try. Der war auch schwer. Die zweite Phase war schwer. Scheiße, der ist ganz schön weit weg. Wenn du bei einem Bosskampf stirbst, erscheint das Todesergo am Eingang des Bossbereichs. Oh, das wird auch oben angezeigt, wie viel da rumliegt. Das ist cool, weil das ist ja in Souls-Teilen immer so, dass du nicht weißt, wie viel habe ich denn verloren, wenn du eine Woche später wieder anfängst zu spielen nach deinem Rage Quit. Der ist schwer. Wenn ich den wirklich besiegen muss, muss ich entweder A leveln, B andere Waffe. C besser werden. Der hat sich schon schwer angefühlt. Muss ich sagen. Und der Weg zu ihm hinlaufen ist auch weit. Ja. Na, ich versuch's nochmal. Aber ich kann eigentlich jetzt schon mein Finalfazit sagen. Das Game ist geil. Das Game kann was. Das Game ist richtig gut. So. Der Boss ist schwer. Habe ich irgendwie was Geiles, wenn da schon Blitz zu verkaufen gilt? Wenn es da schon Blitz zu verkaufen gibt, ne? Kann ich mir vorstellen, dass Blitz gegen den voll gut ist. Gib mir mal so ein Blitzding.
Wenn er das doch schon da verkauft, dann ist das safe gut. Was ist das hier? Monadenlampe. Was kann die? Bei Gebrauch Helligkeit. Interessant, brauche ich nicht. Ich brauche hier Blitz, brauche ich. Waffe stärken. Waffe mache ich beim Bossgegner. Ich hoffe, oh, der Bauchplatscher. Ich glaube, nah ran ist gut. Nein! Mann! Hallo. Sag mal, ist der Blitz schon weg? Junge, der ist schwer. Mann! Vielleicht muss ich blocken. Mann, der ist schwer. Ich sag es euch. Ich versuche mal meinen Arm zu benutzen. Scheiße, der ist schwer. Moin, Sebe. Hat einer von euch schon die Demo gespielt? Gibt es da einen Trick oder so? Oder muss ich einfach ein bisschen leveln? Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder dich durch Blocken vor ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Aha. Das ist bestimmt Heilung, oder? 500. Believen. Ah, vielleicht Wurfsachen? Boah, der ist, die zweite Phase ist echt schwer. Nicht early. Fabelkatalysator, was ist das eigentlich für meinen Superangriff? Was scheiße. Wieso laufe ich eigentlich jedes Mal diese Treppe hier hoch? Bin ich so jetzt schon drin? Fuck. Fabelkatalysator, mach bestimmt meine blaue Seite, ja, Leiste auf. Ja, okay. Ja, Blitz hat sich. Ich kann mir die andere Waffe ausprobieren. Ich glaube nicht, dass das besser ist. Mann!
Ist er im Ergo-Bereich oder was heißt das? Ey, Mann! Ach, das ist dieser rote Scheißangriff, den ich nicht ausweichen kann. Hallo Lisa. Habe ich gesagt, das Game ist einsteigerfreundlich? Wieso ist der erste Boss so schwer? Ja, der will, dass ich Wurfgegenstände benutze. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das. Ich probiere mal Wurfgegenstände. Der Weg zum Boss ist doch nicht so lang, wie ich dachte. Es geht echt klar. So, my friend. Jetzt bewerbe ich dich mit irgendeinem Rotz, den ich gefunden habe. Aber man, diese roten Angriffe nerven. Ich kann das doch nicht so schnell. Mann! Was macht das denn an Schaden? 58, was? Ich habe voll ausweichen gedrückt. Ah Mann, den kann man nicht ausweichen. Ich hasse es. Mann! Mann! Hä? Mach ich was falsch beim Ausweichen? War Ausweichen nicht L1 mit Dreieck? Doch. Hä? Was macht das denn? 200. Boah, Mann! Bin ich so scheiße gerade? Was ist hier los? Durch Blocken. Perfekter Block. Was ist ein perfekter Block? Block. Block. Perfekter Block. Link kurz bevor du getroffen wirst, löst den perfekter Block aus. Also einfach so drücken. Tatsächlich. Wenn man kurz vorher drückt, dann ist ein perfekter Block. Was? Das muss man lernen? Okay, das ändert das ganze Game, ja. Das ändert das Game. Okay, verstehe. Man macht einen perfekten Block, wenn man kurz vorher drückt. Gut, das habe ich entweder nicht gelesen oder es wurde mir nicht richtig erklärt. Guck mal, ob das was bringt.
Gucken wir mal, ob das was bringt. Perfekter Block. Wahrscheinlich ist perfekter Block besser als ausweichend, weil ich glaube, ich habe entweder sehr wenig oder nur ganz oder gar keine A-Frames. Weil ich bin, glaube ich, nicht durch Angriffe durchgerollt. Man kann nur wegrollen, aber nicht durchrollen. Ich glaube nicht, dass es I-Frames gibt. Oder wie gesagt, nur ganz wenig. Ja, wieder die andere Waffe. Probieren wir mal aus. Perfekter Block. Komm ran. Ja, perfekter Block, lol. Lol. Aber das kostet auch Ausdauer. Ist ein anderes Game, sofort anderes Game. Ist. Ach Mann. Ja, es ist ein anderes Game jetzt. Oh Junge, den habe ich nicht kommen sehen. Ja, ich gehe, verfall dann wieder meine alte Spielweise und will ausweichen. Junge, ist aber trotzdem schwer. Was ich mich immer frage, ich bin eigentlich kein schlechter Souls-Gamer oder überhaupt schlechter Spieler. Ich würde sagen, ich bin schon höherer Durchschnitt. Ja, würde ich schon sagen. Und dann frage ich mich immer, was machen Leute, die richtig scheiße in Spielen sind, sich das Game gekauft haben, so wie bei Wolong, und dann beim ersten Boss so krass auf die Fresse bekommen, das nicht gebacken bekommen, egal wie oft die das machen. Und dann einfach 60 Euro Müll geschmissen haben. Also ich werde den gleich schaffen, das ist nicht das Problem, aber wie machen das andere Leute? Wie machen die das? Das würde mich mal interessieren. Verkaufen die das Game dann wieder oder? Und sind dann übelst gefrustet? 9 Cent. Glaube ich, hier ist Christian gesoftlockt. Ich würde auch gerne mal mehr den linken Arm ausprobieren, glaube ich.
Ciao. Parademeister. Eliminated. Bam. Ergo eines Parademeisters und noch irgendwas bekommen. Quarz. Es gibt eine besondere Art von irgendwas. Junge, Junge, Junge. Raus aus dem Zirkus. Und ich hätte gern Leuchtfeuer. Hallo. Leuchtfeuer. Mit drei. Der hat aber echt wenig Zeug gegeben. Wenig Seelen. War First Try. Ne, fünfter, sechster oder sowas. War schon okay. Dafür, dass man das. Ich musste erstmal das Blocken lernen. Und dann habe ich gerade erst gesehen, dass er groggy war. Groggy ist immer, wenn die Energieleiste so mit einem weißen Rand ist. Das habe ich auch nicht gesehen. Also ist schon okay, so wie es war. Ich hätte gern ein Leuchtfeuer. Hallo. Ich bin doch gar. Bin ich eine Puppe eigentlich? Ich sehe nicht aus wie eine Puppe. Ich sehe aus wie ein richtiger Junge. Kein Leuchtfeuer für mich. Bestätige mit deiner Identität. Wer bist du? Puppe? Mensch. Deine Federn reagieren. Tür öffnen. Komm mal rauf. Es wird als First Try gecuttet. Nee, nee, der Progress muss ja auch mit rein. Du weißt doch, Let's Plays mache ich nie gecuttet. Obwohl, stimmt auch nicht zu 100%, aber versuch's. Es war das die Demo? Oder wie? Krat? Hotel Krat? Leis? Off? Pinocchio. Für den Progress war nur Glück. Stargazer. Wenn die Sonne reinscheint, ist meine Beleuchtung auch richtig nice im Gesicht, ne? Und wie fandest du sie? War das die Demo? Wenn das die Demo war, Game ist geil. Absolute Kaufempfehlung. Hotel Krat. Oh, wer ist sie? Das Spiel wird immer besser. Der blaue Haare. I am Sophia. Sophia. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krop to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. Geppetto, den würde ich auch noch voll gern treffen. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krop is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Wait. Take this pocket watch. Krat is a labyrinth of peril right now. Stimmt, Nobu, stimmt. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Clever one. Mondphasen-Taschenuhr. Die Taschenuhr mit mystischen Kraft, ich meinte, sag mal zurück, als der Junge in der besten Verfassung war. Hä? Ausprobieren. Was für eine Uhr? Benutzen. Kann ich nicht. Ach, das ist Back zum Leuchtfeuer oder so? Hier ist nochmal ein Stargazer. Kann ich leveln? Nein, nicht teleportieren. Schließen. Will nicht teleportieren. Ich will. Ich kann ihn nicht leveln? Hauptbahnhof Plaza von Krat. Okay, das ist so ein Teleportationspunkt. Ich würde sagen, wir beenden aber hier das Video. Ihr habt einen super Eindruck bekommen, ich auch. Also, wenn mal Zeit zwischendurch ist, werde ich Lies of Pi auf jeden Fall Let's Playen, definitiv. Ein sehr, sehr geiles Game, also sehr erfrischend nach dem ganzen Mist, den es sonst so in letzter Zeit gab. Ich hätte gerne deutsche Synchro. Let's go!
Enterhaken. Ab in den Waldtempel. Puppenschnur. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Vinigny-Handwerksmaschine vorgenommen werden. Wie setze ich das ein? Puppenschnur. Ich will mal kurz raus ausprobieren. Aha. Geil. Also von mir absolute Kaufempfehlung. Holt euch das Game. Ich glaube 60 Euro im PlayStation Store gibt es glaube ich nur für die PlayStation. Lasst gerne ein Like auf dem Video da und Follow auf dem Kanal. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.